Wir stellen ja jeden Monat ungefähr 2 Brettspiele vor. Und da halten wir uns nicht unbedingt an den Jahresrelease. Deswegen sind einige Titel auch dabei, die älter sind. Aber dieses Jahr gab es tatsächlich mal einen, nämlich Seven Wonders, das also aktuell ist und das gleichzeitig begeistert hat. Das ist ein historisches Kartentaktikspiel, das wir, seit ich es besprochen habe, immer wieder auf den Tisch bringen. Das ist wie so ein kleines Civilization am Tisch, wenn man sich das so vorstellen mag, weil die Regeln sehr dynamisch sind und weil man immer neue Situationen erlebt, wenn man seine Gebäude ausbaut oder wenn man auf diese oder jene Rohstoffe setzt. Und nicht ohne Grund gibt es für dieses Seven Wonders mittlerweile auch einige Erweiterungen. Also das ist wirklich nicht allzu komplex, ideal auch für eine Familie und hat einen sehr schönen kompetitiven Charakter.